Hallo zu einer Runde Let's Talk About im gemütlichen Rahmen. Ich sitze hier in meinem Arbeitszimmer und dachte, ich spreche mit euch über das Manga Lupin der Dritte aus dem Hause Carlsen. Also was von Carlsen Manga rausgebracht. Jetzt gerade aktuell, irgendwann im Oktober, glaube ich, 2022. Ich habe es mir zugelegt, weil ich bin ja über die Lupin-Filme eben halt auf den Manga gestoßen. Eigentlich auch über Detektiv Conan, denn Detektiv Conan und Lupin der Dritte hatten im Anime ein Crossover. Irgendwie hat man dann angefangen, auch die Lupin-Filme zu gucken. Mittlerweile sind da ja eine ganze Menge in Deutsch erschienen bei Kase. Ich glaube auch schon davor bei einem anderen Label, aber Kase bringt sie aktuell raus. Auch ein paar sehr geniale Filme. Da gibt es zum Beispiel einen der letzten, der auch als Movie in Japan rausgekommen ist, der direkt ist als CG-Movie richtig toll eingefangen, der Humor und auch die Geschichten wunderbar. Aber ich möchte eigentlich ein bisschen über das Manga reden, denn ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe eigentlich nie einen Manga gesehen in Deutschland. Ich glaube, nach meinen Nachforschungen zufolge, ist das die erste Lupin der Dritte Veröffentlichung von Mangas, die wir in Deutschland je zu Gesicht bekommen haben. Ja, also der Manga ist natürlich auch schwarz-weiß, wie jeder andere auch. Die Geschichten, die hier in dieser Anthology drin sind, stammen aus zwei Dekaden, die in zwei Bänden zusammengefasst wurden. Einmal aus den 60er bis 70er Jahren und einmal so die 80er Jahre. Also wirklich die klassischen Geschichten. Und es ist mal interessant eigentlich auch zu sehen, wie dieser Humor ist und wie er sich auch ein bisschen abhebt fast von dem, was man aus den Animes kennt. Denn Anime ist doch schon ein bisschen mainstreamiger. Er ist angepasster und hier ist er ein bisschen direkter. Klar, er ist genauso chaotisch, die Sachen sind genauso kurios und er wird begleitet von seinen gleichen Figuren wie eben halt Jigen, Goemon, Inspektor Senegata verfolgt ihn ständig, Fujiko um die schwärmt er auch ein bisschen immer noch und jeder hat so ein bisschen auch seine Momente in der Anthology. Und es ist auch sehr interessant, das einfach mal diesen Werdegang zu sehen. Ich habe mal lernen müssen, aber dass man zum Beispiel auch die verschiedenen Jahrgänge beim Anime an seiner Jacke erkennen kann, von grün zu rot. Ich müsste aber jetzt nachgucken, welche Jahrgänge da gemeint sind. Aber es ist sehr interessant, überhaupt das zu sehen. Naja, und auch das mal überhaupt zu lesen, diese Geschichten zu sehen. Wie ist der Ursprung vom Anime? Wie hat man das übertragen? Das fand ich doch schon sehr interessant. Ein bisschen schade finde ich, wie gesagt, ich habe festgestellt, nach meinen Nachforschungen, das ist die erste deutsche Veröffentlichung. In Italien gibt es, glaube ich, von Panini Books sogar eine gesamte Edition der gesamten Mangas. Finde ich schade, dass es noch nicht in Deutsch rausgekommen ist. Ich glaube, von Panini Mangas, wie gesagt, rausgebracht dort. Das sind über 20 Bände, also es ist nicht mehr, es ist viel mehr erschienen als dieses eine Bändchen. Denn der Autor Monkey Punch hat jetzt angefangen mit den 60ern und ist jetzt 2019 verstorben. Hat immer irgendwo ein bisschen mit Lupin zu tun gehabt, bis aktuell. Also es gibt sehr, sehr viel Stoff. Ja, was kann ich zu den Geschichten hier drin sagen? Wie gesagt, ein bisschen schade finde ich, da es aus deutscher Sicht ja mit die erste Veröffentlichung ist, dass da nicht ein bisschen mehr Infos drin ist. Es ist eine Seite da wirklich drin mit Grundinformationen über den, der diese Anthology zusammengestellt hat. Die ist auch gut gewählt. Da sind auch die einzelnen Geschichten sind wirklich gut. Vom Abenteuer, ein bisschen Erotik, ein bisschen Humor. Also es fasst sehr gut die Charakterzüge zusammen in den ganzen Jahrgängen, auch wie er sich verändert hat. Von ein bisschen zynischer und sarkastischer, so einem allgemeinen Slapstick-Humor, der ja auch sehr stark da eben halt vertreten ist. Und bis zu richtigen schönen Abenteuergeschichten. Es hat sich auch viel verändert mit den Figuren, also das merkt man gerade im Anime. Fujiko hat ein bisschen andere Rolle hier. Hier ist sie oftmals wirklich nur das Mädel nebenbei. Und ich muss sagen, ich fand hier ein, zwei Szenen im Manga, wo ich gedacht habe, wow, da lässt sich Fujiko vom Bösewicht überrumpeln und der vergewaltigt sie sogar fast. Also es ist so, wird ein bisschen runtergespielt, aber ich fand das doch schon ziemlich heftig, wenn man das mal so querliest auch. Sie ist sozusagen die am meisten auch die Nacktszenen haben muss. Ist ja auch die einzige Frau fast hier drin.
ein Charakter, den wir gar nicht aus dem Anime kennen, jedenfalls ich habe noch nicht alle gesehen, die es gibt, aber die meisten, die in Deutsch rausgekommen sind, da ist Lupin Junior, der angeblich der Sohn von Lupin und von Fujiko sein soll, auch aufgetaucht in einer Geschichte. Ja, dazu kann ich natürlich nicht viel sagen, weil ich die Figur hier zum ersten Mal drin kennengelernt habe. Und ja, was soll ich sagen? Es ist sehr interessant, dieses Buch eben halt zu lesen. Das ist so ein bisschen, ja, es ist ja auch Manga-Geschichte. Wenn man bedenkt, die Geschichte der 80er Jahre, die haben wir ja erst wirklich später bekommen oder mitbekommen als Anime, als Manga. Denn bei uns ist es ja, man hat so viel mit den Dragon Balls, hat das eigentlich erst angefangen. Und das waren, ich sag mal die 90er. Das heißt, wir haben 20 Jahre davor, vielleicht 30 Jahre japanische Mangas, Comics nachzuholen. Ansonsten, was kann ich zu diesem schönen Buch aus dem Carlsen Manga Verlag noch sagen? Es ist wirklich sehr gut gearbeitet, ein sehr schöner Druck. Auch der Einband, der farbige, ist so aus einem schönen Hardcover, so ein bisschen weiches Hardcover, aber wirklich gut gelungen. Was hat er gekostet? 16 Euro, es ist auf jeden Fall wert. Und hier sehe ich ja nochmal, ja, auf Erstauflage 2022. Also, ich kann euch das auch wirklich nur ans Herz legen. Wer wirklich mal Lupin als Manga kennenlernen will, das ist ein ganz guter Einstieg. Das, was ich jetzt hier zu meckern habe, hat ja nichts mit dem Ganzen zu tun. Ich habe jetzt viel zu meckern. Ich habe nicht wirklich viel zu meckern. Denn das ist ja ein Zeitzeugnis. So hat er die Geschichten erdacht. Die sind zu ihrer Zeit entstanden. Das merkt man auch so ein bisschen in Ansichten. Das sind so ein paar politische Andeutungen. So ein bisschen der Humor. Das ist so alles natürlich auch sehr, wie soll ich sagen, dem Land auch entsprechend. Also man merkt diese japanische Kultur, auch wenn eben halt Lupin westlicher orientiert ist. Denn er basiert ja auf Arsène Lupin, dem französischen Meister, diese legendäre Figur. Ja, was soll ich dazu noch anderes sagen? Also es ist wirklich ein Tipp. Das, was ich vermisst habe, ist so ein bisschen eine Information. Wann sind die Mangas erschienen? Es wäre auch schön gewesen, wenn man eine kleine Liste dieser Geschichten in der Anthology gehabt hätte, wo sagt, diese Geschichte ist 1969, diese ist 81 erschienen. So ein bisschen, dass man auch das als jemand, der es nicht kennt, weiß, oh, so ist es entstanden. Und man kann so ein bisschen den veränderten Zeichenstil, wie er sich weiterentwickelt hat, auch feststellen. Denn ja, von sehr einfachen, rudimentären Zeichnungen sind auch manchmal sehr detaillierte dabei. Sicherlich waren auch in den Originalveröffentlichungen damals in den original japanischen Publikationen ein, zwei eingefärbte oder kolorierte Seiten dabei. Die gibt es hier drin nicht. Aber das soll es sein. Also wie gesagt, das Buch lohnt sich wirklich. Ich würde gerne mehr lesen von Arsène Lupin und von Monkey Punch, also Lupin der Dritte. Und ich hoffe, dass da noch ein bisschen was kommt. Ja. Also, das ist sozusagen mein Gedanke dazu. Also, was soll ich dazu noch weiter sagen? Ich kann sagen, es sind viele, wie gesagt, spannende Geschichten dabei. Eben halt auch erwachsen. Es ist nicht nur sehr Kinder. Es ist halt etwas, es ist halt erwachsener als der Anime. Ne? Der Anime ist ein bisschen zielstrebiger und auch man merkt natürlich, dass man aus der Erfahrung gelernt hat, das Ganze, und es eben halt entsprechend dem Zielpublikum anpasst, wenn der hier bestimmt noch ein bisschen mehr Freiheiten hatte. Achso, ich kann noch sagen, so vom Charakterdesign, der Goemon ist zwar identisch, aber man merkt, dass sie ihn in einem Anime ein bisschen mystischer, ein bisschen mönchsartiger, ein bisschen dieser Art dargestellt haben. Hier ist er noch ein bisschen offener, lockerer wie normaler, aber eben halt, ja, ich denke, das hat sich alles entwickelt auch. Das hat sich ja durch den Manga entwickelt, das kann man hier drin nicht direkt lesen, denn ich denke, dass man auch im aktuellen Anime dann den Stand, wie man die entwickelt hat, die Figuren dann so erlebt. Na gut, ich habe jetzt genug gelabert. Ich hoffe, dieser Let's Talk about Lupin, der dritte Anthology aus dem Carlsen Manga Verlag, der Manga von Monkey Punch, hat euch gefallen. Ich freue mich, mit euch zu kommentieren, also mit euch zu diskutieren. Vielleicht sogar habt ihr das Manga auch gelesen und den Manga hat er euch gefallen. Und was habt ihr denn sonst noch zu sagen? Ich habe gerade das Mikrofon fast zugehalten. Entschuldigung. Also sagt es mir in den Kommentaren. Ich freue mich über ein Like, ein Abo und ja, bis zum nächsten Mal.